meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Wir haben jetzt ein Das-2-Spiel und übrigens, letztes Mal habe ich gedrückt, Wingman. Letztes Mal habe ich gedrückt, Vision Assist und ich wollte Bunny Hop drücken, aber ich glaube, ich habe es nicht gemacht. War ich mir sicher genug? Also, dann halt, Bunny Hop war auf jeden Fall noch zur Auswahl gestanden. Bei AIM, naja. Ich auch über die Kommentare habe ich gesehen, dass von euch eigentlich alle bei Vision Assist am Start waren. Ach, da fällt mir ein, ich habe die Umfrage vergessen. Ich mache hier wieder eine Umfrage rein, wenn ich es nicht vergesse. Ich vergesse es bestimmt nicht. Das heißt, ihr könnt, nachdem ihr geschrieben habt, was ihr so denkt, dann auch noch in die Umfrage gehen. Die ist hier oben rechts im Bild. Und da ist so ein I. Und wenn ihr da draufklickt, dann geht die Umfrage auf und noch zwei andere Sachen. Da ist halt dann noch das letzte Video, verlinke ich da immer, und die Playlist von Overwatch oder von dem, was man gerade schaut. Ja, da könnt ihr dann noch abstimmen und man hat direkt auf ein Auge, kann man dann sehen, was ihr wohl so denkt. Was schätzt ihr hier ein? Wie schätzt ihr diesen Herren ein? Oder diese Frau? Müssen wir noch rausfinden. Müssen wir noch herausfinden, wer hier wohl spielt. Also, ich würde sagen, wir versuchen das erstmal ranktechnisch einzubaldowern, ja. Wir schauen mal nach. 10, 3, 3, 2 MVPs, 23 Punkte. Der Rest von seinem eigenen Team zieht ähnlich mit, außer Rattle. Wobei man ja immer so eine Aufstellung hat, das ist ganz selten, dass alle immer gleich gut sind, ne? Wie wir alle wissen. Oder gleich schlecht. Und ja, die Tees, bei denen ist auch eigentlich ziemlich gleichmäßig. Ich mache immer wieder diesen Knopf an. Es wurde übrigens gefragt, wie man sich das Scoreboard anschauen kann. Also wenn ihr das hier offen habt, dann kann man sich es nicht mehr anschauen. Ihr müsst das hier erst schließen, damit ihr das Scoreboard anschauen könnt. Und dann eben wieder Shift und F2, damit ihr hier wieder diese Geschichte habt. Ne? So, ja, ballert wirklich viele Schüsse daneben. Oder sie? Wir stellen erstmal den Rank fest. Also rankmäßig würde ich hier, so wie sich das gesamte Team aufstellt und spielt, also höchstens Gold sagen. Ja, allerhöchstens Gold. Und vielleicht auch darunter. Und geschlechtstechnisch, warte mal, muss ich mal kurz gucken. Das wirkt schon etwas männlich. Ich muss noch etwas schauen. Hallo, komm, mach mal irgendwas Männliches. Ne? Hat er nicht eine AWP? Warum hat er jetzt hat er die AWP weggeschmissen beim Kaufen oder was? Also ich würde sagen, er sieht ganz erwartet so wie ein Mann warten würde in diesem Fall, ne? Also wir können festhalten, es ist ein Mann, ganz auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen. Ganz klar, das ist ein Mannequin. Die letzten drei Tees befinden sich auf Long, wurden da schon zwei gefistet? What? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Kannst du, ich will dann immer durchschalten und rumfliegen, aber man kann es ja nicht, man muss einfach abwarten. Und wenn man dann so einen Schniedel hat, der einfach steht und chillt, schwierig, ist nicht leicht. Der eine kommt jetzt von hinten, der City, ne? Komm, ich trinke mal einen Schluck. City kommt von hinten, der andere wartet schon hinten ab. Die Nummer 6 bei den Tees geht vor. Oh, 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 da hat sich jemand einen passenden Zeitpunkt gesucht, um rauszudackeln. Hat er da gerade einen Bunnyhop gemacht? Also, was würdet ihr jetzt im Moment sagen? Oh, habt ihr das eben gesehen, der kurz nach vorne geleckt ist? Vom Ping her könnte das auch hinkommen mit seinen 76. Muss aber nicht zwingend sein. Also, es ist, ja, ist sich schon jemand sicher, ob er etwas anhat? Oder ist man sich sicher, dass er bis jetzt noch gar nichts anhat? Was würdet ihr sagen? So wie er vor sich hinspielt? Naja. Jetzt will wir noch das Alter bestimmen und natürlich auch seine Hobbys. Na, das ist klar. Ich würde sagen, alterstechnisch bewegt sich dieser noch junge Herr so zwischen, ich würde sagen, 16 und 16,5 Jahren. Ne? Das sieht man an der Art und Weise, wie er so in die Luft messert. Ja, aber was hat er für Hobbys? Ich denke, getrockneten Eigencode sammeln zählt nicht dazu, sondern eher fremd. Exkremente? Er macht halt auch wirklich gar nichts richtig so. Wow! Komm schon, mach was Spannendes. Mach was richtig Spannendes. Sowas, wo ihm der Mund offen stehen bleibt. Es tut fast schon weh, wenn man ihm zuguckt, oder? Guck mal, wie sie da zu viert stehen. Jetzt zwei schöne Nades. Blub, blub. Die sind alle schon angefrackt, oder? Die waren alle schon... Ich hab jetzt nicht rechtzeitig geguckt. Warum habe ich denn das Ding ausgemacht? Die waren alle schon gut angefraggelt. Maus, wo bist du hin? Hier. Und ja, naja. Oh, er hat was getroffen. Er hat mal ausnahmsweise was getroffen. Noch was getroffen, mein Monsieur. Ist er jetzt am Warmwerden oder was?
oder andere, wie er da oben guckt. Ein Intuitivschuss mal durch die Wand. Oh, hat man ihn gerade eben ganz kurz gesehen? Den Sonar da hinten, den T? Ich glaube schon. Man hat kurz sein Köpfchen gesehen. Neben der Palmenkiste oder was es ist. Da ist gar keine Palme mehr. Die Welt hat sich so verändert. Guck mal, das ist ja nur noch ein Mast. Und jetzt, Alex, das siehst du jetzt erst? Ja. Das 2 spiele ich halt nicht so oft. Da war doch früher eine Palme gestanden hier. Da so eine. Das ist doch unmöglich. Naja, okay, gut. Die hat da weggehauen. Übrigens, Leute, hier ist natürlich auch wie immer ein kleines Giveaway im Video enthalten, ne? Einfach aktiv an der Diskussion beteiligen, was er wohl anhatte, ob er was anhatte, also überhaupt. Und wenn ja, was? Ihr könnt auch gerne mutmaßen, inwiefern meine Deutung, was es für ein Mensch ist, hinkommt. Und ob ihr da vielleicht eigene Vermutungen habt. Wahnsinn. Diese Reaktionszeit, man sieht den Feind und er braucht gute 3 bis 4 Tage, bis er mal abdrückt. Er hat manchmal so einen kurzen Leck drin, wo er richtig nach vorne spult. Könnte auch ein Demo-Fehler sein. Aber ich glaube, es liegt dann doch eher an seinem Ping. 233, 300, alles klar, okay. Also, kein Wunder. Sieht aber nach einem normalen, oder? Ah, das könnten wir auch mal im Auge behalten. Wisst ihr, es gibt auch noch ein Other External mit Fake-Ping. Dass man dann per Knopfdruck anfängt zu laggen. Aber ich denke nicht, also er kommt ja gar nicht in die Situation, dass er wirklich close kämpft. Er ist ja mit AWP am, ja, auf Distanz schießen. Guck mal, die trauen sich gar nicht ran. Sind die so kaputt gebasht? Eigentlich nicht. Also, ich meine, von den Killtests stehen sie jetzt nicht ganz oben, aber ich meine, 9-3 geht ja noch. Da muss man ja nicht ängstlich spielen. Oftmals werden die Leute ja sogar eher aggressiv dann, wenn eine Taktik nicht klappt. Und ich würde mal behaupten, dass sie jetzt ziemlich viel passiv gespielt haben, oder? Vorhin waren sie auch voll lange auf Long, haben nichts gemacht. Auf Mitte sind sie immer wieder mal, beziehungsweise setzen sich auf kurz fest. Da erwartet man doch eigentlich, dass sie da mal rangehen. So alle zusammen auf den Spot. Aber da wir von der Elo her eher eine niedrige Elo angepeilt haben. Oh, das ist auch der Bomberman, ne? Da auf der Mitte, wenn er den hat. Oh, schade. Was heißt schade? Ich, nicht, dass ich jetzt für ihn bin. Ja, jetzt wartet er halt zu lang. 4 Leute sind jetzt schon links neben ihm. Das kann er eigentlich an sich nicht mehr großartig verschönern, die Situation. Aber er möchte noch diesen einen Kill auf Mitte haben. Er jagt den jetzt. Man hat ihn auch kurz noch... Man hat ihn auch kurz steppen gehört auf Short. Naja, heute ist kein Livestream. Ihr wisst ja, Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Letztes Mal, ich glaube letzte Woche Donnerstag, habe ich... ein kurzes Video gemacht, wo ich gezeigt habe, welche Skins es in dem Livestream gibt. Und da haben wir richtig gebollert, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal machen muss. Ich denke, viele wissen, wann die Streams sind, aber wissen nicht, dass es immer Giveaways gibt oder so. Keine... Was war das? Keine Ahnung. Scheinbar muss ich zeigen, was es da halt immer gibt. Da war es die Hyper Beast Nova, ne? Und noch ein anderer Skin und noch ein Sticker und ein Graffiti. Das gibt es immer. Also bei mir gibt es in jedem Stream immer 2 Skins. Da ist einer meistens ein Blue Skin und der andere irgendwas Besseres, ja? Es sind jetzt nicht immer richtig dicke dabei. Da ich das halt 3-mal die Woche mache und jedes Mal das mache, kann ich natürlich nicht immer Knives raushauen, weil die dann ganz schnell weg wären. Ja, aber es gibt immer Sachen. Immer. Und es hat scheinbar geholfen, dass ich das wirklich zeige, was es jetzt gerade gibt. Aber jedes Mal so ein Video machen von wegen, ich suche jetzt mit euch geschwind die Sachen aus, die es gleich gibt. Schaut mal, ist halt auch irgendwie, das werde ich nicht immer schaffen. Also manchmal bin ich kurz vorm Stream sehr eingebunden und also zeitlich. Und dann schaffe ich das nicht, das so zu machen. Mal gucken. Aber ja, es hat auf jeden Fall geholfen. Wir haben sonst im Schnitt 50 Zuschauer und da haben wir an den 80 gekratzt auf einmal, weil halt wirklich alle da waren und auch immer wieder Leute nachgekommen sind von wegen, ich habe eben das Video gesehen, ist cooler Stream und hin und her, direkt gefollowt und pipapo. Ja, mal gucken. Es ist halt nochmal was ganz Besonderes und es ist, denke ich, immer schön, wenn es die Leute mitbekommen. Viele verpassen das. Das ist so eine innigere Bindung, die wir dann haben, so als Creator und Zuschauer, weil wir zusammen spielen, zusammen erzählen und so weiter. Naja, ich werde jetzt dann gleich drücken, was ich zu drücken gedenke. Ihr schreibt in die Kommentare, was ihr wohl glaubt, was er anhatte. Und falls ich es nicht vergesse, könnt ihr eben auch auf das i drücken. Hier. Und die Umfrage machen. So, jetzt bleiben wir natürlich unter 10 Minuten. Haut ordentlich rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich habe keine Musik angehabt, so ist es halt. Ciao, ciao!